Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Football Manager 2019. SC Paderborn hat in der Realität ja so einiges erlebt in der letzten Woche. Heute vor einer Woche ist man in die Bundesliga zurück aufgestiegen. Es war unfassbar spannend. Ich habe es am Fernsehen verfolgt und konnte dann leider auf der Aufstiegsfeier am Montag nicht dabei sein. 2014, damals war ich dabei, war aber dann trotzdem am Sonntagabend ein bisschen Paderborn und da noch ein bisschen gefeiert. Auf jeden Fall sind wir zurück in der Bundesliga. Es ist kaum zu glauben. Und dasselbe wollen wir hier im Let's Play natürlich auch schaffen. Dafür müssen wir uns jetzt erst einmal durch diese nach wie vor zähe Saisonvorbereitung hier durchquälen. Aber diese harte Arbeit muss sein, wenn wir hier auch in die Bundesliga durchmarschieren wollen. Was hier natürlich nicht das Saisonziel ist. Wir wollen ja mal realistisch bleiben. Aber wir wollen hier eine gute Rolle in der zweiten Liga spielen. Bereiten uns jetzt hier vorher im nächsten Testspiel, treffen wir auf den FC Dornbirn. Wie auch bei den anderen Testspielen, Mannschaft, die ich nicht einordnen kann. Man sieht ja hier auch nie, wie stark die Teams sind. Ich weiß nicht, ist vielleicht auch ein Teil des Realismus, dass das nicht durch irgendwelche Zahlen und Werte einfach ausgedrückt wird. Oder haben die Spieler hier alle irgendwelche Stärkewerte? Ich weiß nie, wie stark die Gegner sind. So, der Platzwart erkundigt sich nach Spielfeldänderungen. Nö, mache ich nicht, der bleibt so, wie er ist. 110 mal 70 Meter. Wusste ich gar nicht, dass Clubs da einen geringen Variationsspielraum haben. Ja, wir haben noch circa 5 oder 6 Testspiele, bis die Saison dann losgeht. Anfang August, Jan Regensburg macht Angebot für Dominik Franke, Schwede erleidet Verletzung. Post ein bisheriger Dauerkartenabsatz. 3.868 wurden verkauft. Ja, ich bin jetzt in echt dabei, Mitglied des SC Paderborn zu werden, da vor 5 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie ich damals noch an die Dauerkarte gekommen bin, aber ohne Dauerkarte wäre es unmöglich gewesen, quasi an Tickets für Heimspiele zu kommen, weil fast alle Tickets als Dauerkarte rausgegeben wurden. Wir haben immer nur 200 oder so in öffentlichen Verkauf gepackt, das wird diesmal wahrscheinlich nicht anders sein. Deswegen muss ich ganz schnell Mitglied werden, um dann eine Chance zu haben, eine Dauerkarte zu kriegen. Falls das überhaupt reicht. So, Markus Krösche empfiehlt einen Spieler, Pius Dorn, 21-jähriger Außenverteidiger. Ich habe ja im letzten Mal schon gemerkt, dass ich doch noch ein bisschen nachlegen muss auf den Außenbahnen, Außenverteidigerpositionen und im zentralen Mittelfeld. Deswegen ist das jetzt dann doch mal ganz gut. 21-jähriger Mann, auch sogar bei Austria Lustenau unter Vertrag, gegen die spiele ich doch jetzt demnächst. Ist ja lustig. Vielleicht haben wir den da vor Ort gesehen. Ja, 62.000 ist das Angebot. Ich sehe hier, der Kader muss mindestens 4 beim Verein ausgebildete Spieler bedienen, derzeit nur 3. Ich mache mir einfach mal dieses Angebot. Daniele Gabriele wird von Mirko Vogt, dem Chef-Scout, empfohlen. 23-jähriger Italiener. Bei Wacker Innsbruck gegen die Spiele. Warum habe ich jetzt nur die Spieler hier im Angebot, gegen die ich jetzt spiele? Wacker Innsbruck ist auch. Habe ich gegen die schon gespielt oder gegen die spiele ich noch? Der kann zentrales Mittelfeld, der kann auch Sturm. Sehr krasser Allrounder. Sowas ist doch immer gern gesehen. Zentrales Mittelfeld, da kann ich den gut gebrauchen. 375.000. Machen wir mal ein Angebot. Ich weiß gar nicht, ob ich mir so viel überhaupt leisten kann. Ich mache das einfach mal. So, hier einen 33-jährigen. Nocerino. Er war Bestandteil der Mannschaft von Italien, die 2012 die Europameisterschaft als Zweiter beendete. Ein ehemaliger Nationalspieler wäre natürlich nicht schlecht, aber so alte Spieler, wo, klar, ein paar Veteranen braucht man auch, aber nö. Ich versuche die beiden zu holen, die ich da gerade geboten habe. So, startet ins Trainingslager. SC Paderborn hat sein Trainingslager in Arlberg begonnen, hier einzuleiten. Spieler nicht, warum sind die denn nicht hier mit dabei? Wasser, ich meine, der ist verletzt schwer. Die 3 sind ausgeliehen, die blau unterlegten, aber warum ist Selkos nicht mitgekommen? Den würde ich doch als Nachwuchsspieler durchaus gern mitnehmen. Ich weiß aber auch nicht, wie ich das umstellen kann. Kann ich den jetzt noch irgendwie nachholen? Da merkt man halt, dass ich echt, dass ich das Spiel noch nicht so peile, beziehungsweise dass das halt auch echt unübersichtlich und komplex ist. Ich finde keine Option, wie ich den jetzt so ins Trainingslager mitnehmen kann. Trainingsgruppen habe ich hier. Keine Ahnung, wie ich das mache.
Vielleicht sind wir jetzt auch schon losgefahren und es ist eh schon zu spät. Davon gehe ich einfach mal aus. Da das mir sonst zu lange dauert, mache ich jetzt einfach mal weiter. 3 Tagen geht es endlich zum nächsten Testspiel. Verletzungsbericht. Tobias Schwede, Schnittwunde am Oberschenkel, Bandscheibenvorfall bei Wassey, Collins und Ratajczak mit kleineren Verletzungen, obwohl die beiden sind jetzt genesen. Zusammenfassung der Ratschläge zu spielen, ist mir jetzt gerade egal. Wacker Innsbruck reagiert auf das Angebot für Gabriele. Das bevorzugte Ziel meines Klienten wäre der SC Paderborn. Sie wollen 475.000 haben. 20% aus dem Profit vom nächsten Verkauf. Kann ich mir das denn leisten? Ich poker mal ein bisschen, biete einfach mal 450. Gucken wir mal, was sie dazu sagen. Wacker Innsbruck sieht das Angebot als akzeptabel an, freut sich über die rasche Einigung. Ja. Ja, ein bisschen gespart. Das Angebot schicke ich ab. Diesen Allrounder würde ich gerne verpflichten. Das Angebot wurde akzeptiert. So, was ist denn jetzt los? Ich werde warten, bis Sie ein Angebot gemacht haben, bevor ich die Vorstellung meines Klienten offenlege, wenn ich die Fernglotte. So, ja, aber der Berater möchte ein beträchtliches Honorar. Hier ist ein roter Stern, kann aufgrund von Beschränkungen durch den Vorstand nicht vorgeschlagen werden. Was ist denn jetzt das Problem? Ich mache einfach mal hier Krösche bitten, ein Angebot vorzuschlagen. So, 6.000 Gehalt pro Woche, Loyalitätsbonus 20.000, Berater will 9, fast 100.000 haben. Das ist natürlich, so also viel kriegt der nicht. Arschlecken. Berater kriegt der mehr als der Spieler teilweise. Oder fast. Ja, ich verhandle einfach mal. Auch für die Frühphase der Verhandlungen liegen wir ziemlich weit auseinander. Jedes Angebot muss deutlich höher ausfallen. Hier sind meine Bedingungen. Mein Klient möchte darauf hinweisen, dass ein Angebot. Das ist einfach, um zu einer Einigung zu kommen. So, das rote Stern. Rote Sternchen. Mehr Gehalt kann ich nicht bieten. Gucken, ob ich hier vielleicht ein bisschen Pinke-Pinke drauflegen kann. Auflaufprämie. Jetzt mal wieder einen Auflauf in der Kantine bestellt. Kriegt da die? So. Muss man ihm hier einfach mal ein bisschen mehr bieten. Jährliche Gehaltssteigerung. 10%. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Ach ja, das ging dann ja doch einfach. So, Vertrag abschließen. Was ist mit dem anderen Spieler, diesem Außenverteidiger, dem Herrn Dorn? Bayer 04 macht Angebot für Jannis Horn. MSV Duisburg macht ein Angebot, gibt ein Angebot für Sören Brandyup, ehemaliger Paderborner auch. So, Scouting-Meeting. Der Notcherino will ich aber nicht. Austria Lustenau reagiert auf Gebot für Dorn. Das bevorzugte Ziel meines Klienten wäre der SC Paderborn. 205.000 wollen sie haben. Versuchen wir auch mal ein bisschen zu sparen. 190 biete ich mal. Das Angebot als akzeptabel an. Ja, auch wieder ein bisschen gespart. Das scheint ja auch gut zu laufen. So. Hier kann Markus Krösche kein Angebot machen. Hier ist schon alles ausgefüllt. Ist aber auch was. Auch hier ist ein roter Stern, kann aufgrund von Beschränkungen durch den Vorstand nicht vorgeschlagen werden. Das ist Gehaltserhöhung nach einer bestimmten Anzahl von Spielen. Nehme ich das hier mal raus. Nehme mal ein bisschen Gehalt weg. Mal ein bisschen abrunden, gucken, ob das reicht. Mein Klient ist über die Verhandlung erfreut und es scheint, dass alle mit der Lösung einverstanden sind. Er möchte es aber noch überdenken. Zusammenfassung der Ratschläge der Mitarbeiterstab. Ist mir jetzt egal. Ach. Vertrag abschließen, muss ich noch machen. So. Wie geht es hier weiter? Mein Assistenztrainer Danilo, der keinen Nachnamen, er möchte mehr Gewicht auf Spielvorbereitungen legen. Er hat einige Bedenken. Die momentane Taktik wurde verinnerlicht. Wir kommen damit gut zurecht. Es gibt keine Alternativen. Das würde uns verwundbar machen, wenn wir mit der einen Taktik nicht klarkommen. Ja gut, dann machen wir wirklich mal noch eine andere. Machen wir mal. Eine neue Taktik erstellen. Wie geht denn das? Tiki-Taka haben wir schon. Machen wir mal Ballbesitzspiel. Obwohl, nee, Flügelspiel. Okay, das kommt dem natürlich ziemlich nah, was wir hier sowieso schon spielen. 4-4-2, 4-1. 4-1, 4-1, 4-2-4. Sieht doch ganz gut aus. Aber eigentlich. Das ist ja auch fast dasselbe wie das, was wir schon machen.
Zwei Sechser haben wir eigentlich nicht. Machen wir 4, 1, 5, so. Siliadis. Jimmy. Zielinski. Kersula kommt noch rein. Zingerle ins Tor. Collins ist verletzt. Wer ist denn hier noch? Ratajczak, Schonlau. Collins verletzt. Tavia. Clement. Schwede ist auch verletzt. Selkos ist nicht im Trainingslager mit dabei. Das scheint auch nicht. Es scheint nicht möglich zu sein, den irgendwie nachzuholen. Keine Ahnung, wie das geht. Die neuen Spieler, die ich jetzt verpflichtet habe, kommen hier wenigstens ins Trainingslager zurück. Und ich. Jamilo Collins, Leistenverhärtung, fällt für 1 bis 3 Tage aus. Das ist auch zu verschmerzen. Der Spielervertreter hätte von Ihnen gerne eine Entscheidung über die Mannschaftssiegprämie in der zweiten Bundesliga und anderen Wettbewerben. Achso, das ist einfach nur Siegprämie. 1,5 Millionen? Für einen Sieg, wenn ich Meister werde. Wenn ich Zweiter werde, wie in echt, gibt es dann jetzt das auch. Pokalsieg, 375.000. Ja, bestätige ich einfach mal. Das muss alles hier noch festgelegt werden. Jetzt kommen wir endlich zum Testspiel. Das werde ich auch wieder schnell hinter mich bringen. Taktik-Briefing, das übergebe ich an meinen Co-Trainer. Da werde ich es sehr handhaben, dass ich mir nur die wichtigen Szenen angucke. Scouting-Meeting ist mir egal. Fitness-Test. Beide noch nicht vollständig genesen, Schwede und Collins. So, müssen wir noch die Aufstellung festlegen. So, Zielinski, Gucciardo im Sturm passt ja schon mal nicht. Spielt einfach mal Baba Kage, Clement, Antwi, Adje, Tepete. Ja, das kommt alles der ersten Elf recht nah. Collins kann ja nicht mitspielen, ist ja verletzt. Machen wir einfach mal so. Direkt zum Spiel. Und los geht's. Kabine. Da mache ich eine kurze und knappe Ansprache. Bestimmt. Wünsche euch ein gutes Spiel an diesem Abend. Es gibt keine große Reaktion. Und da wir es eilig haben, wie gesagt, mache ich jetzt natürlich relativ schnell einen FC Dornbirn, mit dem ich halt auch nicht weiß, wie stark die sind, gegen uns. Holzknechte, sehr schöner Name. Ja, hier passiert erstmal nichts in den ersten 10 Minuten. Neue Taktik funktioniert vielleicht auch noch nicht so richtig. Wobei, die hat ja schon relativ ähnlich. Es wird ja einfach überhaupt nichts gezeigt. Aber dadurch kommen wir jetzt auch relativ zügig durch. Hier passiert wirklich gar nichts. Aber jetzt hier der Träger auf Tepete. Der macht ordentlich Dampf. Zielinski auf Antwi Adjei. Auf Baba Kage. Und da ist es 1:0. Wunderschön gemacht. Nach knapp einer halben Stunde. Dann doch das 1:0 vor der Pause. Und das ist dann direkt noch ein Spielzug. Der Abschlag. Landet aber beim Gegner. Fangen wir uns jetzt hier ein. Wenn die das hier schon zeigen, dann wird ja auch irgendwas gleich passieren. Gehe ich mal schwer von aus. Ja, ja, da kommen die Österreicher nämlich. Feldkircher auf Stern. Zurück auf Feldkircher. Auf Vorhauser. Und der haut den Ball fast ins Tor. Mama mia. Was für ein Pfund. Ja, knapp nebenher. Nicht ungefährlich. So, wir nähern uns dem Halbzeitpfiff. Hier nochmal ein Einwurf zu Linsky auf Tepete. Zurück auf zu Linsky. Eingabe am Gay. Verpasst knapp. Weiß. Schnappt sich den Ball. Und da sind die Dornbirner, oder wie sagt man? Nochmal in der Offensive. Oh, ein Foul von Dräger. Aber das war kein Foul. Also, war ein Tackling, aber wo sauber. Hab ich in der Einstellung gar nicht so sehen können. Ich dachte, das gibt jetzt Geld. Oh, Antwi Adjei zieht einfach mal ab. Und schießt knapp drüber, aber nicht schlecht. So, wir gehen in die Halbzeitpause. 1:0. 7:10 Torschüsse. Das ist eine knappe Geschichte. Wir machen jetzt mal eine Ansprache hier. Was ich sehe, gefällt mir weiter so. So, und jetzt wechsle ich mal noch fleißig durch. Hünemeier kommt für Strohdiek.
Guchardo. Ist diese Formation jetzt überhaupt irgendwie anders im Vergleich zu der anderen Formation? Ist doch eigentlich genau dasselbe. Nur es ist jetzt nicht, dass wir jetzt Flügelspiel machen und nicht Tiki-Taka. Ist eigentlich fast dasselbe ist. So, Böder, Shelton. Röger und Michel. Die anderen bleiben einfach mal auf der Bank. Ich will auch nicht mal komplett durchwechseln. Wir haben ja noch mehrere Testspiele. Mal gucken, ob das hier so eine knappe Kiste bleibt. Hätte auch durchaus unentschieden stehen können. Pröger jetzt. Oh no, Mann, den habe ich schon drin gesehen. Guchardo fast mit dem 2:0. Aber ganz, ganz knapp nebenher. Guchardo, der junge Mann. Ein sehr aussichtsreiches Talent, der sich hier beweisen möchte in der Saisonvorbereitung. Kleines Stück Club Mate hier. Niesen und weiter geht es. Dann sehen wir doch einige Szenen, nachdem die Anfangsphase des Spiels doch eher ruhig war. Der Holzknecht auf dem Feldkircher. Und der Ausgleich, Dominik Fürhäuser aus 20 Meter, netzt er den da ins untere Eck. Ein absolut präziser Schuss, das war nicht schlecht. Klasse Tor hier, der Ausgleich. Da kann ich auch nur staunen, Herzenbruch. Versucht's einfach mal aus der Distanz. Ja, Sula mit dem Ballgewinn, Guchado auf Uwe Hünemeier, Herzenbruch. Mit dem weiten Ball auf Sven Michel. Der Ball wird abgeblockt und Shelton, der Amerikaner, US-Amerikaner, kriegt den Rebound und haut den Ball rein. Ja, der Mann ist im Winter gekommen, hat sich direkt nach der Verletzung. Oh, Kai Pröger hat einen Schlag bekommen, abbekommen. Den wechsle ich jetzt mal eben aus. Pause. Das soll nicht weiterlaufen, weil es war eben erst reingekommen, aber keine Verletzung riskieren. Ritter kommt für ihn rein. Ja, der Shelton, der hat, glaube ich, in der Realität nur ein paar Minuten gespielt, weil er halt echt sich direkt nach seinem Transfer schwer verletzt hat und eine Weile ausfiel. Hier macht er das 2:1. Ach, ich muss den Wechsel noch bestätigen. So. Nicht, dass der Kai Pröger sich hier schwerer verletzt. Und gucken, ob wir hier den Sieg über die Zeit bekommen. Oh, der Holzknecht. Mit einem ordentlichen Schuss. Nicht ungefährlich. Marlon Ritter jetzt in der Partie. Das habe ich auch zumindest gelernt, wie man so schnell einen Wechsel macht. Ein Freistoß für die Österreich und der Ball ist drin. Luka Juljewitsch mit dem 2:2. Ich weiß halt nicht, wie stark meine Gegner sind, aber ich hätte ja eigentlich schon gedacht, dass wir das Spiel gewinnen könnten, sollten. Aber es ist halt Testspiel, da geht es ja auch nicht nur ums Ergebnis, da geht es darum, sich einzuspielen, aber trotzdem. Hätte ich mir, oder würde ich mir hier einen Sieg wünschen, natürlich. Also Captain Obvious hat mich gerade kontaktiert und mir das gesagt, dass man auch Testspiele gewinnen sollte. Aber eher sind hier die Österreicher überzeugend oder eher auf dem Weg zum 3:2 als wir. Oh, das war ein Schubser von Marlon Ritter. Jetzt nochmal ein Freistoß, nicht, dass sie jetzt nochmal einen reinhauen und noch schon wieder derselbe Spieler, aber diesmal packt sie ihn alle zu. Oh, ein Scharfschütze hier. 4 Minuten Nachspielzeit im Testspiel ist natürlich auch nicht ohne. Und jetzt nochmal ein Eckball für die Österreicher. Und der Ball ist drin. 3:2. Ibrahim Turner. Da liegen wir hinten. Schaffen wir noch den Ausgleich? Nee. Wir verlieren. Das erste Niederlage hier. 3:2 verloren. Es ist halt ein Testspiel, das passiert jedem. Spieler sind in guter Stimmung. Scherning sagt, ich soll sagen, dass das eine enttäuschende Leistung war. Ihr wart heute aber nicht gut genug, diese Art von Spiel müssen wir gewinnen. Ja, die reagieren positiv drauf, denn genau ist es ja. Sie sollten das schon gewinnen. Mund abwischen, weiter geht's im nächsten Testspiel. Enttäuschend im Einbruch.
Ja, es wird wohl doch als Überraschung hier angesehen. FC Dornbirn konnte völlig überraschend den SC Paderborn besiegen. Kai Pröger hat sich verletzt, Knöchelprellung fällt 1 bis 2 Tage aus. So, das nächste Testspiel mache ich auch noch gegen Austria Lustenau. Da habe ich doch jetzt diesen einen Spieler von verpflichtet, Pius Dorn. Vielleicht spielt er noch einmal bei seinem alten Club gegen uns. Oder kann ich ihn jetzt schon einsetzen? Aber echt interessant, dass die hier ausgerechnet bei meinem Testspiel gegen uns scouten. Gabrieles Transfer vom Wacker Innsbruck zum SC Paderborn verschieben. Wurde auf Eis gelegt. Wieso das denn? SCP hat nicht die Mittel, um den Transfer abzuschließen. 625.000 müssten vom Transferbudget abgezogen werden. Bla 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 bla. Ich kann das Transferbudget erhöhen, dadurch würde ich das Gehaltsbudget dann reduzieren. Ich mache einfach mal Budget angleichen. Wie sich das mathematisch erklären lässt, verstehe ich nicht ganz. Aber dann hat er den Vertrag doch unterschrieben. So, den Gabriel habe ich jetzt. Die Fans sind erfreut. 450.000. Ich bitte Christian Strodig, den Spieler zu begrüßen. Können Sie sich als Kapitän die Zeit nehmen, um Daniel Gabriel im Verein willkommen zu heißen? Herr Polymer wird ihn vorstellen. Ja, gut. Ach, hier doch, den kann ich doch noch ins Trainingslager hinzufügen. Gut. Warum ging das denn mit dem Selkost nicht? Den hätte ich auch noch gerne mitgenommen. Da geht das wohl nicht, aber keine Ahnung. Trikotnummer zuweisen. Daniel Gabriele kriegt auch immer die Nummer. Ja, soll ja Mittelfeld spielen, kriegt auch die 6. Machen wir einfach mal weiter. Den konnte ich dann doch in das Trainingslager mitnehmen. Mal was bei dem Einigen. So, jetzt hier die Goal.com Aufstiegsquoten. 1. FC Köln, Favorit. Wir sind auf Platz 17. 1001. Schlechteste Quote gemeinsam mit Erzgebirge Aue und Jahn Regensburg. Aber wir sind ja wie in echt Aufsteiger. Da ist das klar, dass wir Abstiegskandidat Nummer 1 oder 2 sind. Die Magdeburger, die mit uns gemeinsam aufgestiegen sind, werden hingegen auf Platz 14 angesehen. HSV auf 2, Ingolstadt auf 3. Ja, da sieht man mal, wie die Saison von den Erwartungen abwich, weil Ingolstadt, die spielen jetzt, glaube ich, jetzt gerade sogar, also es ist Sonntagabend, als ich gerade aufnehme, Relegation, aber die andere Relegation um den Klassenerhalt und beziehungsweise Abstieg in die dritte Liga. Die haben ihr Saisonziel nicht so ganz halten können. So, das Briefing gebe ich an den Co-Trainer mal ab. Leon Brüggemeier hat sehr gut trainiert, Ratajczak nicht. Brüggemeier wird dafür gelobt, dass ich sehr zufrieden bin. Das ist Talent. Ich schätze das sehr. In Ratajczak, den alten Hasen, möchte ich jetzt nicht nochmal anmaulen hier. So, Saisonvorschau. So, dieser 11 kann ich mich durchaus arrangieren. Dorns Transfer. Ich habe nicht die Mittel. 250.000. Transfer um eine Woche verschieben. Jetzt habe ich mein Budget ja schon aufgebraucht. Kann ich das nicht irgendwie kompensieren, dann muss ich da erst irgendwen anders Transferbudget. Das verringert dann mein Gehaltsbudget pro Woche. Ich weiß nicht, ob der Vorstand mir das erlaubt. Ja, verschiebt das mal um eine Woche. Hat das denn jetzt geklappt mit der Budgetänderung? Oder hat der Vorstand da jetzt was gegen gehabt? So, Pressekonferenz. Gabriele wird vorgestellt. An dieser Pressekonferenz nehme ich natürlich teil. Sie sitzen nun neben Ihrem Neuzugang Daniel Gabriele. Sind Sie zufrieden, Ihren Mann bekommen zu haben? Bin zufrieden, dass sich uns diese Gelegenheit bot. Er ist ein guter Spieler. Sehen Sie zuverlässig, dass Gabriel gute Leistungen auch in den großen wichtigen Spielen zeigen kann?
Ich hoffe, dass er groß bei uns einschlägt. Ja, ändern Sie Ihre Taktik durch diesen Transfer. Ich möchte meine taktischen Entscheidungen nicht in die Öffentlichkeit tragen. Was ist seine beste Position? Ja, der kann alles vom Mittelfeld bis hin zum Sturm. Ich möchte ihn aber zentral im Mittelfeld einsetzen. Hat diese Verpflichtung großen Einfluss auf Ihr Transferbudget? Das Konto ist nicht, noch nicht komplett leer, aber eine Menge des Budgets wurde verbraucht. Müssen Sie Spieler verkaufen, um die Vereinsfinanzen zu sanieren? Der Verein muss mit begrenzten Mitteln arbeiten. Es ist nicht undenkbar, dass ein oder zwei Spieler gehen. Ja, das sollte ich vielleicht wirklich machen, um vielleicht auch ein bisschen Ablöse zu generieren. Das ist Ihre erste Aktivität in diesem Transferfenster. Können wir weitere erwarten? Der Verein sollte jederzeit nach Verstärkung Ausschau halten. Nach Verpflichtung, er ist überfreut über meine Kommentare. So, die Rückennummern müssen vergeben werden. Das mache ich dann auch noch. Das mache ich doch gern. Zingerle bevorzugt die Nummer 1. Die ist noch frei. Dann kriegt er sie auch. Ist auch die Nummer 1 im Tor. Lukas Böder hätte gerne die 5. Die 5 hat aber der Kapitän Christian Strohdig. Nö, ich möchte... Dem Strohdig scheint das zwar egal zu sein, aber ich möchte jetzt hier nicht alles durcheinander würfeln. Leon Fässer kriegt die 28. Collins hätte gern die 3. Die 3 hat Sascha Heil. Die kann er dann aber auch haben. Eine den Sascha Heil jetzt hier nicht benachteiligen, aber der Christian Sprück ist ein Mannschaftskapitän und hat seit Jahren diese, oder öfters schon diese Nummer getragen. Die Fans haben das Trikot. Der Sascha Heil als junger Mann kann auch die Nummer 29 hier nehmen. So. Clement hätte gern die 10. Die 10 ist auch frei und die sollte auch vergeben werden. Gabriele, den setzt sie sich als Sechser. Kriegt die Nummer 6. Hatte ich das denn schon vergeben? So, Felix Trinkgut, die 32, Sergio Gucciardo, der junge Mann, kriegt die 18, die alte Nummer von Markus Krösche. Filippos Selkos, ja, ich hätte ihn gerne mit ins Trainingslager genommen, kriegt die Nummer 16. Tietz, der ist ausgeliehen, der braucht keine Rückennummer. Und der Trinkgut hätte dann auch keine gebraucht. Die sind beide ausgeliehen. Babacar Gaye wird gerne die Nummer 9. Mit Kai Pröger, aber dann kriegt der Gay die. Der Pröger kriegt dann die 21, die alte Nummer von Daniel Brückner. So, das soll mir jetzt reichen. Nummern abgeben. Marlon Ritter hätte gern die 10. Nö, gibt's aber nicht. So. Nummern werden eingereicht. Und jetzt würde ich gerne noch das eine Testspiel machen. Fitness-Test. Collins, Schwede und Pröger sind alle noch nicht vollständig genesen. Jetzt kommen wir endlich zum Testspiel gegen Lustenau. Spielt denn da der Dorn noch mit? Jo, links außen. Gucken. Spielt er skurrile Situation. Spielt er ja vielleicht nochmal gegen für seinen alten Club gegen seinen neuen, falls die Verpflichtung da nicht so klappen sollte. Ich mische mich mal ein bisschen durch. Brüggemeier hat gut trainiert, kommt rein. Vasiliadis kommt für Giasula rein. Ritter für Clement, wenn er schon seine Trikotnummer nicht kriegt. Hünemeyer und Strohdig spielen jetzt mal zusammen. Michel kommt für Gay. Gabriele ist dabei. Der kommt erstmal auf die Bank. Für Pröger. Böder spielt mal mit. Ja, so viel möchte ich jetzt auch nicht durchrotieren hier. Nach der Niederlage im letzten Testspiel gucken, ob wir dieses Testspiel für uns entscheiden können. Teamansprache. Ist eine Chance, mich zu beeindrucken, einen Platz in der ersten Elf zu kriegen. Bernhard Tepetay sieht glücklich aus. Was macht den Bernhard denn hier so glücklich? An dieser Aussage. Weil er seine Rückennummer bekommen hat und jetzt zufrieden ist, oder was? Nee, das war ja gar nicht. War das der Tepete? Der Babacar Gaye, ja, ich ganz verwechselt. Nummer 27 und 37. So, Zulinski. Ritter. Au! Oh. Der Ball geht fast rein. Aber hier Kunz, Hinz und Kunz. Hält den Ball fest. Und hier Lukas Böder mit einem hohen Ball. Und Michel an den Pfosten. Aber der Ball
Der Michel, der war sowieso im Abseits. Der alte Holzmichel. Vassiliadis auf Herzenbruch, auf Antwi Ajay. Und schon wieder da. Michel, Ritter, Vassiliadis. Und der schießt einfach mal was. Oh, ein strammer Schuss. Aber knapp nebenher. Der Rotschopf mit griechischen Wurzeln hier. Austria Lustenau, ein wunderschöner Vereins- und Ortsname. Aber in Offensive. Schellauer mit einer Reingabe. Brüggemeier mit einem schönen, ordentlichen Reflex hier gegen den Herrn Burger. Oder Burger, wie nennt man ihn? Und es steht noch 0:0. Nach einer halben Stunde. Semir Burger kriegt die gelbe Karte. Herzenbruch ist ziemlich müde, den werde ich dann in der Halbzeit auf jeden Fall aus dem Tunscher. Sieht auch gelb. Der Kunz mit dem hohen Abschlag. Herzenbruch auf Ritter und direkt SCP in der Offensive. Hier Bernhard Tepetay, der eben so glücklich aussah, verliert den Ball aber schnell. Da ist nichts passiert. Warum wird uns diese Szene überhaupt gezeigt? Und jetzt hier die Österreicher. Schalauer auf. Oh, no! Brüggemeier. Obwohl der Schuss ging drüber. Gibt es hier noch ein Tor oder eine Torszene vor der Halbzeitpause? Antwi Ajay sieht auch müde aus, also auf der linken Seite viel Erschöpfung. 0:0 zur Pause. Dieser neuen Taktik kommen wir scheinbar noch nicht so ganz klar. Das läuft nicht so gut. Machen das gar nicht schlecht, wenn wir hier richtig mal los können, das schaffen. Tepetay sieht immer noch glücklich aus. Richtig schlecht ist das ja auch nicht. Wir wechseln jetzt aber mal. Nur wer kann denn hier Linksverteidiger spielen? Kaum wer, ne? Kann Böder das denn? Dringend, deswegen bräuchte ich diesen Dorn halt. Wie kaum einer Linksverteidiger spielen kann. Fässer das? Nee. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, wen ich auf Linksverteidiger spielen lassen soll. Deswegen bringe ich einfach mal den Schonlau rein. Der kann das zwar nicht so wirklich. Macht das jetzt aber einfach mal. Gay kommt für Michel. Shelton für Zielinski. Kann der Tavia das? Der Tavia kann das. Das war mir da nicht bekannt. Ne, dann nehme ich den Schonlau doch wieder raus. Schonlau kommt dann auf Strodiks Position. Aber ich ja doch, wenn der es kann. Gut. Gucciardo kommt für Antwi Ajay. Yasula für. Ne, Yasula kommt nicht. Gabriele kommt zum Debüt für Vassiliadis. Ja, das lasse ich einfach mal so. Zweite Halbzeit. Hey ho, let's go. Möchte jetzt mal wieder einen Sieg sehen hier. Böder, Tepetay, Böder, Reingabe. Cucciardo auf. Da ist der neue Mann, Italiener. Und Tavia hier mit einer Flanke. Und Ritter, Tepeteo, das war eine Riesenchance hier für den Bernhard. Aber knapp vorbei ist auch daneben. Hier Dorn, den ich so gerne jetzt verpflichten würde. Ich hoffe, dass das mit dem Transferbudget klappt. Panholzer und Brüggemeier. Mit einer sicheren Ballaufnahme. Hoher Abschlag jetzt. Marlon Ritter auf Shelton, auf Bernhard Tepeteo. Und schon wieder leichtfertiger Ballverlust. Das geht so nicht. Und oh, Brüggemeier mit einer Glanzparade. Es hätte das 0:1 sein können oder sein müssen. Aber unser Keeper hält uns hier die Null fest. Die Österreicher auch näher am 1:0 als wir. Wir sind jetzt hier schon in der Offensive. Das war aber auch Abseits. Ne, es war doch kein Abseits. War es mal wieder eine Riesenparade von dem Brüggemeier. Der etabliert sich hier wirklich als Torwart Nummer 2 hinter Leopold Zingerle. Kriegt er den Vorzug vor Michael Ratajczak höchstwahrscheinlich. So eine halbe Stunde rum. Oder eine ganze Stunde rum, halbe Stunde noch zu spielen. Wir kriegen hier nicht viel auf die Kette. Dieser neuen Formation scheinen wir nicht so gut zu fahren. Oder die Spieler sind teilweise auch erschöpft, aber wir kommen überhaupt keine Torszenen mehr. Gelbe Karte für Shelton. Passiert hier noch was oder wird das ein 0:0? Ja. Yep.
passiert gar nichts mehr. Doch, jetzt nochmal die Österreicher. Schaffen die jetzt hier noch den Sieg auf den letzten Drücker? Nein. Der Ball geht an allen vorbei und das Spiel endet 0:0. Und wir haben hier Probleme in den Testspielen. Aber wie muss man ja niemandem erklären, Testspiele sind halt dafür da, das passiert. Aber jetzt eine Niederlage unten 0:0. Also, darüber freuen tue ich mich jetzt hier mit Sicherheit nicht. Das Ergebnis beunruhigt mich nicht. Das Spiel diente allein zur Saisonvorbereitung. So sieht dann halt die Realität aus. Strodik schien motiviert, Tavia wurde inspiriert. Mehrheit reagierte positiv. Ja, ist es halt. Wir haben auch nicht verloren. Weiß Gott, wie gut diese Lustenauer sind. Das ist jetzt nicht so schlimm. Obwohl, hier steht schon deutlich unterlegene Mannschaft des SS Lustenau. Ja, Pius Dorn, der beste Mann des Spiels. 11,7 Kilometer. Er wollte sich hier richtig anbieten. Das möchte ich jetzt noch mal einmal gucken. Woran hätte ich denn jetzt sehen können, dass diese Österreicher schwächer sind als wir jetzt hier? Obwohl ja doch. Die Spieler haben ja hier Werte, die durch konkrete Zahlen benannt werden. Aber warum sehe ich jetzt hier zum Beispiel keinen Stärkewert für die gesamte Mannschaft? Naja, das machen wir im nächsten Spiel. Wir haben noch 3 Testspiele, glaube ich. Die mache ich alle im nächsten Part. Danach kommen die richtigen Pflichtspiele. Danach wird es richtig interessant. Wenn diese richtige Saison losgeht, mache ich auch, glaube ich, nur ein Spiel pro Part. Und lasse mir das dann aber mehr oder weniger komplett anzeigen. Nicht nur die Highlights. Im nächsten Part mache ich aber erstmal einen Deckel auf die Saisonvorbereitung. Tschüss, bis dann. Ciao.